is Lucifer. I'm Sonny Liston, I'm Jack Dempsey. There's no one like me. I'm from Nairclaw. There's no one that can match me. Was geht ab, meine Freunde? Herzlich willkommen zurück zu Ringlife, den Kanal rund um die Lifestyle innerhalb und außerhalb des Rings. So, im letzten Video haben wir darüber geredet, wie wir die Distanz zum Gegner überbrücken, um schnell in den Nahkampf zu kommen. Und jetzt reden wir darüber, was wir denn machen, wenn wir dann tatsächlich im Nahkampf angelangt sind. Und hier gebe ich euch dann 5 wirkungsvolle und sehr kurze Kombinationen, mit denen ihr den Gegner im Nahkampf so dermaßen bearbeiten könnt, dass er nie wieder mit euch in den Ring steigen wird. Alle Kombinationen, die wir euch jetzt hier zeigen, sind wirklich nur ganz kurz gehaltene, aber wirkungsvolle Kombinationen. Denn wir haben im Nahkampf gar nicht genug Zeit, um hier große und lange Kombinationen auszupacken. Wir möchten hier dafür sorgen, dass wir ganz schnelle Treffer, harte Treffer landen und danach die nächste Kombination wieder vorbereiten, ohne dass der Gegner großartig antworten kann. Kombination Nummer 1, die ich euch jetzt zeige, ist etwas dreckig, muss ich zugeben, aber erfüllt auf jeden Fall den Zweck. Und zwar mal ganz kurz gezeigt. Um das zu beschreiben oder zu erklären, mit der Außenseite unseres Jabs blockieren wir beim Gegner die Deckung, also die Hände und die Sicht. Er hat jetzt hier nicht die Möglichkeit, einfach zu antworten oder zu schlagen, weil wir das hier blockieren. Zudem schließen wir oder verdecken wir ihm seine Sicht auf unsere Aktion. So, als nächstes hämmern wir unseren Uppercut mit der Rückhand aufgeladen rein. Im besten Fall treffen wir ihn hier durch die Deckung und öffnen den Kopf. Komm mal ein Stückchen näher dran. Ja. Wir hämmern den hier rein und öffnen seinen Kopf und dann schließen wir mit dem Haken zum Kopf nochmal ab für den Knockout-Treffer. Also alles nochmal ein bisschen in Bewegung gezeigt. Blockieren, Uppercut aufladen, Haken aufladen. Und mal aus der anderen Perspektive, mal andere Seite. Ja. Blockieren, Uppercut hier aufladen und richtig mit dem mit der Hüfte reinpressen in den Schlag. Ihr möchtet hier die Deckung richtig öffnen. Ihr möchtet seinen Kopf aus der Deckung rausballern, damit ihr danach mit dem Haken zum Kopf den Knockout-Treffer landen könnt. Wie gesagt, ist etwas dreckig dadurch, dass wir hier die Sicht ein bisschen verdecken. Also macht es nicht zu auffällig bitte, und falls euch jemand fragt, woher ihr das habt, dann habt ihr es auf jeden Fall nicht von mir. Ja, gleich disqualifiziert oder am Tag. Ringlife, Mann! Kombination Nummer 2, eine meiner Lieblingskombinationen, die ich mir abgeschaut habe von Irish Mickey Ward. Er hat wirklich seine Spezialität, ist der Doppelhaken zum Kopf und danach zum Körper. Dadurch bereitet ihr dem Gegner wirklich Wahnsinnsschmerzen. Jeder Sparringpartner oder Kampfpartner von mir weiß, wie gerne ich das benutze. Wie bereiten wir das vor? Ganz einfach, wir starten mit einem linken Haken zum Kopf. Der linke Haken kommt zum Kopf. Wir schieben hier die Deckung des Gegners etwas zur Seite, gehen raus, laden uns hier wirklich auf dem Bein auf und hämmern danach den Haken zur Leber. Das muss wirklich kurz und aufeinanderfolgend kommen, damit der Gegner hier nicht die Zeit hat, auf den Leberhaken zu reagieren. Nochmal ganz einfach gezeigt. Bam, boom. Ja, wir bereiten den Haken zum Kopf vor, schieben die Deckung und den Gegner hier zur Seite, gehen runter, laden uns hier auf und hämmern dann in die Leber rein. Im Nahkampf einfach während dem Stehenbleiben auch super einfach. Nochmal aus der anderen Perspektive, damit man das hier vielleicht nochmal so sehen kann. Ja. Ganz kurz den Haken zum Kopf platzieren, den Gegner mit dem Kopfhaken ablenken, Deckung hochziehen und dann runtergehen und den Körperhaken platzieren. Wirklich. In 9 von 10 Fällen, wenn du das gut und sauber ausführst, wirst du den Gegner immer in die Leber treffen. Paar Lebertreffer und der Gegner hat keine Lust mehr zu kämpfen. Kombination Nummer 3.
Wir bereiten den Gegner mit einem Körperhaken vor. Ja, raus, Körperhaken. Öffnen hier dann die Deckung mit einem Uppercut durch die Mitte und schließen danach mit einem Cross zum Kinn direkt ab. Wichtig ist hierbei, dass der Uppercut wirklich hart kommt, denn ihr möchtet die Deckung öffnen, den Kopf nach oben schießen, damit ihr dann am Ende mit dem Cross wirklich das Kinn bearbeiten könnt zum Knockout-Treffer. Nochmal ein bisschen in Aktion. Andere Seite. Aus der Perspektive. Ja, wirklich, ladet. Ihr müsst die Schläge richtig aus der Hüfte und aus den Beinen aufladen. Ihr seid hier im Nahkampf. Die Schläge werden jetzt hier nicht aus den Armen gebracht, sondern wirklich aus dem Körper, aus der Hüfte. Hier richtig Körperhaken rein. Ja. Bam! Aufladen zum Uppercut. Aufladen für den rechten Cross ans Kinn. Kombination Nummer 4 ist eine sehr kurze, aber Hammer-Kombination. Es ist so, dass wir im Nahkampf auch möglichst darauf achten möchten, viel zum Körper zu schlagen. Denn die meisten Leute halten immer ihre Deckung ja zum Kopf. Die möchten ihren Kopf vor einem Knockout-Treffer schützen. Tatsächlich ist aber, dass der Körper noch viel gefährlicher ist. Denn wenn wir ein, zwei Runden anfangen, den Körper zu bearbeiten mit ein paar harten Treffern, dann werdet ihr sehen, dass sich die Deckung aus der Kopfposition dann immer weiter runter zum Körper ziehen wird. Wenn der Gegner merkt, ey, ihr schlagt sehr viel zum Körper, das tut weh, ich möchte lieber meinen Körper schützen, und dann ist der Kopf offen. Das bedeutet, ihr bereitet erstmal mit ein paar Körpertreffern die Deckung vor, damit sie runtergezogen wird, und schließt dann am Ende dann zum Kopf ab, um ihn dann auszunocken. Die Kombination sieht also wie folgt aus. Wir gehen mit dem Cross zum Körper rein. Er zieht die Deckung runter, weil wir den Cross jetzt zum Körper reingeballert haben. Und jetzt haben wir hier einen offenen Kopf, den wir mit einem linken, kräftigen Haken bearbeiten können. Und was wir da machen, wir laden unseren ganzen Körper mit dem Cross auf, bewegen uns in die Position auf unseren vorderen Fuß, um hier dann den Haken reinzuhämmern. Ja, in Aktion ein bisschen. Ganz wichtig, Beine, Hüfte in den Schlag aufladen. Ja? Eins, rein, zwei, reinhämmern. Volle Kanne, das muss richtig reinhämmern, damit der Gegner hier Respekt kriegt oder ausgenockt wird. Wenn ihr es schafft, dann trefft ihr ihn hier schon durch die Deckung zum Körper, in den Magen. Das wird schon unglaublich wehtun. Die Hände kommen runter und danach wird der letzte Treffer zum Kopf platziert. Abschließend Bewegung Nummer 5. Das ist weniger eine Kombination, sondern mehr eine Bewegung. Die haben wir auch sehr, sehr oft, insbesondere bei Mike Tyson gesehen und jetzt aktuell auch bei Wassily Lomachenko. Und zwar einen Winkel eröffnen. Sie versuchen also, nicht direkt vor dem Gegner stehen zu bleiben, denn hier hast du halt einen Gegner, der komplett gedeckt ist, sondern komm nochmal ein Stückchen näher. Sie öffnen sich einen Winkel durch eine Rotation der Beine. Das bedeutet, sie machen hier einen Sidestep, drehen ihren Körper und jetzt haben sie die Möglichkeit, dadurch, dass der Gegner nicht mehr weiß, was der Gegner macht, Körperkombination oder Uppercut zum Kopf oder andere Seite. Ihr könnt das entweder mit einem Uppercut oder einem Haken dann abschließen, je nachdem wie ihr möchtet. Meistens ist da alles frei. Nochmal. Wie sieht es aus der Distanz aus, damit ihr nochmal die Füße sehen könnt? Die Füße werden einfach rotiert. Ja? Wir machen einen Sidestep mit dem hinteren Fuß zum vorderen Fuß des Gegners, rotieren unsere Hüfte. Ja, nochmal. Das Bein wird nach außen platziert, Hüfte wird hier rotiert, Bein wird verlagert und dann haben wir die Position, um hier Haken oder Uppercut zu schlagen. Andersrum genauso, Sidestep zur Seite, rotieren, boom, boom.
So, meine Freunde, so viel zu den 5 Tipps oder 5 Kombinationen, die ihr im Nahkampf auspacken könnt, um den Gegner hier schön zu bearbeiten. Ich bin schon hier komplett durchgeschwitzt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Nicht vergessen, probiert es in eurem eigenen Training, im Sparring oder vielleicht auch im Kampf aus und gebt mir mal Feedback, wie das bei euch denn geklappt hat. Nicht vergessen, wenn euch das Video gefallen hat, dann unbedingt einmal auf Daumen hoch drücken und den Kanal abonnieren, damit ihr in Zukunft keine weiteren Videos verpasst. Es kommen jetzt jede Woche Minimum 1 Video. In dem Sinne, wir bedanken uns fürs Zusehen und nicht vergessen, Ring Life is a Lifestyle.